willkommen zurück, Leute. Dark and Light und die bösen Panther geht weiter. Und ich wurde am Ende der letzten Folge, habe ich versucht, nochmal von der Stadt hier rüber zu kommen und bin insgesamt noch, ich glaube, viermal gestorben an zwei Panther. Die habe ich jetzt versucht, mit meinem nackten Körper bis auf die andere Seite des Ufers zu bringen. Einer ist drüber, der andere ist, glaube ich, wieder hier rüber gewandert. Das ist echt brutal. Das ist, glaube ich, nur ein Level 4er und ein Level 16 oder 6 oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe jetzt aber auch mich dazu entschlossen, hier mal komplett umzuziehen. Das ist keine gute Idee. Ich suche mir hier oben diese Position hier aus. Da habe ich ein bisschen den Rücken frei. Ist ein bisschen bescheuert, weil ich komme hier einfach nicht mehr zum Zuge. Ich kann gar nichts mehr machen. Ist egal, wo man ist. Man wird immer abgeschlachtet. Und ist ein bisschen blöd. Und deswegen werde ich jetzt mal ganz kurz ein paar Ressourcen farmen. Hier ist übrigens eine Spinne, die hätte ich eigentlich auch zähmen können, währenddessen ich farme. Mache ich jetzt noch nicht. Mache ich jetzt noch nicht, weil die Panther werden wir bestimmt gleich wieder Besuch abstatten. Und deswegen will ich mich mal ganz kurz durch die ganzen Sachen hier prügeln. Die geht gleich kaputt, deswegen brauchen wir noch ein bisschen Stein. So. Vorerst. Weil wir müssen ja die ganzen Werkzeuge jetzt, bevor wir sie kaputt machen, nochmal schnell auch reparieren können, sollen, müssen. Das ist aber ein großer Baum hier. Vor allen Dingen, warum gibt es so einen Tannenbaum oder so eine Fichte? Warum gibt die bitte einen Apfel? So, wir arbeiten uns jetzt mal ganz gut. Oh, zack, alles kaputt und dann können wir wenigstens nichts nachcraften, okay. Was brauche ich denn dafür? Ach, Stroh. Okay. Warum liegt der Stroh? Zack, Baum weg. Oh, wir haben jetzt, glaube ich, nichts zum... So, schnell mal ein Schwert gecraftet. Das habe ich übrigens in der Bude gelassen. Ich habe so einige Sachen in der Bude gelassen. Aber wir brauchen jetzt wieder Stroh, um hier... die Sachen zu reparieren. Das ist natürlich wieder blöd. Stroh, wo sind denn die Sträucher hier? Da. So, okay. Also, ich werde mich jetzt mal hier wirklich durchcraften durch den ganzen Wald. Bei mir wächst nämlich da hinten nichts mehr nach, wie ihr seht. Und jetzt machen wir erstmal hier einen schönen Farm. Eine schöne Farmrunde. Ah, blöde Panther, ey. Mein schöner Hirsch, gerade gezähmt. Mein Sattel ist übrigens da hinten noch. Wo liegt der da rum? Aber. Ich könnte sogar jetzt noch holen gehen, aber mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe echt keine Lust mehr auf diese blöden Panther. Irgendwo hat man hier auch die Schnauze voll. So, ich wollte eigentlich mal übrigens... Ach, das ist eine Spinne, ne? Das wollte ich auch mal machen. So, ich muss auf die... So. Genau, wir brauchen unbedingt von diesen magischen Sachen noch welche. Magische Trümmer. So eine Spinne wäre eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Kann man eigentlich auf den Spinnen reiten? Also ich müsste mal gucken, ob das irgendwo steht hier mit den Satteln. Gut, ganz viele magische Trümmer. Das ist halt ganz gut. Gut, Futschware. Die sind ja bei uns, bei mir in der Kiste jetzt Mangelware. Wir hatten ja irgendwie 200 oder 300 Stück davon. Und die sind jetzt alle komplett weg. Und wir brauchen ja von diesen magischen Trümmern fast immer irgendwo. Bei irgendwelchen magischen Zaubern ganz besonders. Das ist immer ganz gut, wenn man dann ein paar noch mehr craftet oder abbaut. So, nach dem Baum mache ich mal wieder vernünftiges Abarbeiten. So, zwei Spinnen sind hier. Wenn sie mich nicht angreifen, lasse ich sie. Die tauchen, glaube ich, wirklich nur bei Nacht auf, ne? Soweit ich das irgendwie so ganz verstanden habe.
gerade wieder nach den Panthern. So. Und jetzt gehen wir hier vorne noch ein bisschen rumhacken. Ich muss natürlich ein bisschen ein paar Sachen aus Thatch noch craften, also aus Stroh, um irgendwann mal die Holzsachen freizuschalten. Das wäre eigentlich eine ganz gute Sache, wenn ich das irgendwie schaffen würde jetzt. Dann könnte ich beim Umzug direkt Sachen aus Holz craften. Mache ich jetzt auch gleich mal. Ich crafte jetzt gleich mal sowas wie so ein kleines Vorlager da oben oder sowas. Garren. Garren. Stäbe. Okay. Währenddessen ich hier drauf rumklopfe, kriege ich Stäbe. Ich bin gleich übrigens Level 15. Das ist ja cool. So. Wie viele Äpfel habe ich eigentlich jetzt gesammelt? 7 Stück ist ja überhaupt noch gar nichts, ne? Wisst ihr eigentlich übrigens eine Position, wo man mehr Äpfel bekommt? Weil wenn ich jetzt irgendwann mal so eine... Oh, ja, kann ich auch so machen, ne? Wenn ich mal so eine richtige Zamp-Session mache wie in Ark, dann brauche ich ja echt viele Äpfel. Aber ich kann jetzt hier nicht 50... Guck mal, ihr seht ja, wie oft ich hier hauen muss, bis ich einen Apfel bekomme. Es muss doch richtige Äpfelbäume geben oder sowas ähnliches. Also wenn ihr eine Ahnung habt, oder kann man irgendwelche Samen anpflanzen? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Komm, bevor ich jetzt zu schwer werde. Aber ich nehme hier noch so ein bisschen davon mit. Okay. Bitte, bitte komm nicht wieder zurück, du blöder Panther. Ihr blöden Panther. Ich finde es ja ganz cool, dass sie so schön weit wandern. Die ganzen Tiere, ne, der ist genau da, wo ich bauen möchte. Da oben wollte ich eigentlich hin. Huch! Ein Level up. Oder vielleicht hier vorne? Kann man eigentlich schon überstehen, hier so direkt im Wasser, ne? Aber im Wasser, die können ja auch schwimmen wie blöden Viecher. Ah, das ist genau da, wo ich bauen möchte. Wir craften jetzt erstmal ein bisschen. Heute wird mal ein bisschen nur gefarmt und ein bisschen gecraftet. Ich muss ja auch vom Level ein bisschen steigen. Nochmal ein bisschen Gesundheit, nochmal ein bisschen Ausdauer. Gewicht wäre eigentlich auch ganz gut, aber brauchen wir jetzt gerade im Moment nicht. Das war übrigens mein ganzes Gras, das ich hier reingelegt habe. Ist alles aus Stroh jetzt. So, wir craften mal eine... Eigentlich ein paar Kisten. Wären auch gar nicht mal so schlecht. Mach einfach mal eine Kiste. Und davon auch ein. Wir brauchen ja. Ein Dach aus Stroh kann man ja immer bauen. Muss ja nicht unbedingt aus Holz sein. Deswegen machen wir hiervon 2 oder 4. Und davon 2. Davon 2. Davon 2. Wir können eigentlich übrigens mal gucken, wie das aussieht mit dem Bauen, bis ich mal Holz bekomme. Das ist Holz oder Stein? Stein, das ist Holz, okay. Was muss man denn hier machen? Sammelholz. Baue ein einfaches Gebäude. Okay. Ich habe da doch. Level 20 erst. So. Dann muss ich dann doch erstmal aus Thatch bauen, hier aus Stroh. Okay, dann machen wir das erstmal. Was ist das? Das ist das Foundation? Das sind die Decken. Schäbiges. Okay, 11 Stück. Machen wir 11 einfach mal. Wir machen einfach mal jetzt 11 Stück. Ist eigentlich gerade wieder dunkel. Ja, ist gleich wieder dunkel. Wir machen mal hier ein Feuerschmidt an. Erstmal, wenn es heller wird und zweitens können wir ja auch direkt hier ein bisschen Schwarzpulver machen. Ich habe übrigens beim Sterben muss ich leider in der Base
wieder neu spawnen hier. Der Altar war leider wieder, hat einen Cooldown gehabt. Da habe ich megaweise oben an meinem Feuer, was ich da oben noch stehen hatte, habe ich hier noch ganz, ganz viel von dem Schwarzpulver drin gehabt. Das Feuer brennt übrigens immer noch. Der Panther ist genau da, wo ich eigentlich hoch möchte. Hier eine blöde Ecke hier. Können das aber auch folgendermaßen machen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Foundation so? Kann ich hier noch welche setzen? Hier nicht mehr. Hier auch nicht mehr. Könnten das aber so machen. Können wir hier nicht mehr dran setzen, ist okay. Aber hier kann ich nichts mehr setzen. Ich kann mein Gebäude gar nicht einbauen. Das ist alles total uneben. Wenn ich mich jetzt hier einsetze. So. Ich mache jetzt einfach mal so ein Testweise. So, jetzt kann ich hier keins mehr setzen, ne? Nee. Okay. Hier könnte ich jetzt auch nichts mehr setzen. Alles klar. Also war doof. Wie mache ich das? Ich komme da nicht rüber. Ist auch keine gute Position, denke ich mal. Also eine gute Position ist es schon. Aber ich müsste immer so schwer hier hochlaufen. Sieht's denn aus? Was habe ich denn alles dabei? Besuchen ist es mal. Der Panther wird mich sowieso sehen. Der hat ja mega Aggro-Range. Ja, der ist ja schon. Da sind zwei. Seht ihr das? Das sind die, die ich darüber gezogen habe. Ich versuche mein Bestes einfach mal. Wie geht es einfach hier hoch? Hier auf dieser Position wollte ich das setzen. Hier so. Hier. Pass auf. Machen wir erstmal hier alles kaputt. Aber wir sind schon voll. Aber wir müssen den Stein erstmal loswerden. Dann machen wir nicht aus Stein, dann machen wir erst, hacken wir uns erstmal durch. So. Schwefel, hoffentlich wiegt Schwefel weniger als Stein. Weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, perfekt, hat super schnell geklappt sogar. So. Jetzt setzen wir die Foundations hier oben hin. So. Ach komm. Das ist echt. Vielleicht kann ich eine Sailing craften. Ach, habe ich jetzt natürlich kein Material mehr für. Mal gucken, wie das ist. Sailing ist das hier, ne? Schäbige Decke. Was brauche ich davon? Ein bisschen Stroh. Machen wir mal ganz kurz ein bisschen Strom, weil ich will mal was testen. Kann ich jetzt schon? Nee, ne? Ich will nicht da unten zu den blöden Panthern. Die gehen mir auf den Nerv. Viel zu stark, ey. Kommt man gar nicht gegen an. Und die sind auch viel zu schnell, viel zu stark. Also ich will auch so ein bisschen den Blick haben auf die Brücke über das Gebiet hier, weil das ist eigentlich ganz cool. Und jetzt gucken wir mal, kann ich jetzt eine bauen? Schäbige Decke. Okay, machen wir eine kurz. Ich will was testen, ob ich die vielleicht die setzen kann. Kann man ja aber arg, ne? Ihr wisst das ja auch, wenn man irgendwas gesetzt hat, eine Foundation, dann geht die Foundation nicht mehr, dann macht man einfach hier so eine Selling, so eine Decke. Ne, geht hier nicht. Gut. Hat sich dann damit erledigt. Dann machen wir es eben so. Oh, ärgerlich. Setzen wir es so hin. Leck, leck, leck. Okay, ich muss ja welche craften jetzt wieder. Ich hier eine hinsetzen? Schweben kann sie nicht. Setze ich hier eine? Kann ich noch eine bauen? Nicht mehr. Okay, wir müssen sowieso den Baum hier abreißen.
Ein paar Bauteile habe ich ja noch in der... in der Base. Gucken wir uns gleich mal an, ob wir damit was machen können. Sorry, ich mach mal ganz kurz wieder dieses Lämpchen an. Das ist sonst zu dunkel für euch, sorry. Ich vergesse das immer jedes Mal, das ist immer hier in der Aufnahme. So, jetzt seht ihr mal wieder was. So sieht das jetzt aus, was ich hier gerade gemacht habe. Den Blick haben wir hier unten auf die Brücke, auf dieses Spawnpoint. Dann hat man eigentlich eine ganz gute Position, auch immer hier runter zu ballern. Ich muss hier mal ganz kurz die Pflänzchen wegarbeiten, sonst sehe ich hier nichts. Ich aufpassen, dass ich mir gerade die Ceiling selber kaputt schlage, oder die Foundation. Ach man! Da hackt man nur so ein bisschen auf so ein paar Pflänzchen, dann geht das Schwert kaputt. So. Okay. Hacken wir den auch noch weg, dann haben wir noch hier vorne Sicht hin zu den blöden Panthern. So, alles klar. Und machen wir den Mist hier weg. So, ich muss sowieso noch mal die ganz kurz die Spitzhacke nach vorne holen. Der Stein ist eigentlich ganz gut, der dicke hier, den wir hier vorne haben. Der ist so ein kleiner Schutz, aber dann habe ich natürlich ein bisschen weniger Blick auf die Gegner. Aber wir lassen das, glaube ich, erstmal. Ich würde das gerne direkt aus Holz bauen. Ich bin mal gespannt, ob das auch direkt ersetzbar ist, wie ein Ark. Ihr wisst ja, direkt draufbauen ersetzt man einfach Stroh. Oder Holz mit Stroh. Oder andersrum, nee. Stroh mit Holz. Einfach draufknallen und das gleiche damit mit Stein. Ich bin mal gespannt, ob das einfach so vonstatten geht. So, wir sind schon ein bisschen voll. So, wie sieht es aus? Kann ich jetzt endlich mal hier irgendwie was craften wieder? Was ist das? Decke. So. Machen wir noch eine Foundation. Und setzen die hier vorne hin. Okay, mehr kann ich jetzt gerade auch nicht. Achso, bei 7 habe ich ja noch die... Die könnte ich mir hier hinsetzen erstmal. Sonst habe ich hier sowas. Okay. So ein bisschen größeres Haus. Ich will ja auch mal ein Schäfchen hier reinparken. Ich könnte auch hier vorne sowas wie so ein kleines Vorlager machen. Wir machen mal Folgendes. Hoffentlich werde ich jetzt hier nicht angegriffen. Hallo? Wo ist es hin? Ach, haut ihr mir hier direkt automatisch in die... So. Wir werden hier mal die Kisten ganz kurz hinstellen. Nee, die Kisten werde ich hier nicht hinstellen. Kisten werde ich hier hinstellen. So. Damit ich hier erstmal schon die ersten Sachen einfach hier rüberziehen kann. So. Das brauchen wir alles nicht, was wir jetzt hier rüber transferiert haben. Alles klar. Perfekt. Was war das? Ach so, da. Ah, okay, warte, da unten sind. Ach, das ist der Absturz eines Asteroiden. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Okay. Sieht übrigens eigentlich gar nicht mal so nett aus. Gar nicht mal so schlecht aus meinem Häuschen. Auch hier der Vulkan im Hintergrund. Ach, guck mal, die Burg ist ja über mir gewesen, wo ich gewesen bin. Ach so. Okay, wir gehen jetzt mal ganz kurz die anderen Bauteile holen. Hopp. Perfekt. Okay. Wir brauchen das. Wir brauchen noch ganz viel Stroh. Wir brauchen Leder, brauchen wir nicht. Holz haben wir eigentlich auch. Wir haben eigentlich alles, was wir da oben... Lassen wir eigentlich alles hier unten. Brauchen wir alles gar nicht mitnehmen. Ja, wir haben eigentlich alles zum Craften da. Wir gehen jetzt wieder hoch. Ich brauchte nur ein bisschen Stroh. Gucken, wo der Panther läuft. Der läuft genau dort. Wenn ich jetzt da lang laufe, wird er mich angreifen. Ja, jetzt kommt er noch hier rüber. Mist. Machen wir Folgendes. Wir werden ihn jetzt killen. Anders kann ich es nicht machen. Ja, da kommt er. Lauf! Wir müssen schnell hier lang.
Schnell weiter. Kommt er hoffentlich hinter mir her. Was macht er? Wir müssen wieder den Weg hier runter. Oh, das war kein guter Sprung. Das war kein guter Sprung. Oh nein, 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 nein. Nein. Ach komm. Nicht zu weit. Ich komme einfach nicht gegen die Tiere an. Scheiße. So, wir können zwar jetzt wieder immer im Altar spawnen, aber wir sind jetzt genau da mit dem zusammen. So ein Scheißdreck hier, ey. Ich habe jetzt noch nicht mal irgendwelche Steine zu zaubern oder sowas, ne? Doch, hier, okay. Komm rüber. Wir machen jetzt mal unsere kleine Fee, damit wir wenigstens was sehen unterwegs. Schwert. Oh, nicht. Haben die gecraftet? Haben wir noch nicht gecraftet? Craften wir mal schnell. Ich will hoffen, dass sie jetzt der Panther vielleicht gegen die Skelette kämpft. Das wird er aber nicht machen. Ganz sicher wird er das nicht machen. Der hockt da genau an dieser bescheuerten Stelle rum. Muss ich mal Folgendes machen. Muss ich den jetzt irgendwie hier einsperren, wieder irgendwie festhaken. Die sind übrigens so stark, die killen alle Skelette, Monster, Bäume, alles. Es wird einfach alles gekillt von einem Level 6er Panther. Okay, da kommt er. Da kommt er. Nein, nicht Versenkung. Ach ja, ich kann, glaube ich, vielleicht was looten hier. Ach, guck mal. Eisenerz, sehr geil. Da kommt er. Da kommt er auf mich zu. Hoffentlich bleibt er jetzt da hängen. Kurz hängen bleiben. So, jetzt kill ich ihn hier, du blödes Arschloch, ey. Sorry, Leute, ich bin echt gerade mal angepisst von diesen blöden Viechern. Die gehen mir so auf die Nerven. So. Ich will es mal aufladen vorher. Drückt dann immer vorher schon. Scheiße. Wir könnten eigentlich hier zähmen, ne, Leute? Aber jetzt erstmal killen wir den. Habe ich ihn jetzt gekillt? Ach, da hinten läuft er. Okay, au, Banane. Oh, Mann. Ärgerlich, du blödes Vieh. Ach so, kann ich die irgendwie auch abarbeiten mit dem... Mal gucken, was, ob wir das machen können. Ich bin mal gespannt. Achso, immer magische Trümmer. Aus Tieren kriegt man magische Trümmer. Ich wollte eigentlich einen kleinen Umzug machen und dann kommt wieder der Panther, ey. Welches Spiel? In welcher Folge gibt es immer keinen Panther? Aber jetzt haben wir wenigstens dort einen Panther weniger. Der andere wird aber auch noch kommen. Ich weiß das ganz genau. Als ich zu meiner Leiche dahin gelaufen bin, kam der eine von rechts, der andere von links. Ich bin losgelaufen, wurde gekillt. Viermal hintereinander. So. Nehmen wir ganz kurz hier die Steine mit. Finde ich mal ganz gut, wie man sieht, dass bei mir die Ecke total... Oh, oh, da läuft irgendwas. Okay. Oh, da ist der nächste Panther. Ich werde verrückt, Leute, ey. Der Stab wird bestimmt auch gleich kaputt gehen. Ja. Wieso greift er den nicht an? Hä, der Panther war doch gerade noch da.
Okay, dann kann es sein, dass ich dann doch vielleicht das falsche, dieses Horn-Dingsbums-Tier gesehen habe. Okay, mir egal. Sondern da bleiben wir, der Pfeffer weiß. Ich muss jetzt unbedingt hier mal was craften. Unbedingt eine Mauer craften. So, ich habe nichts dabei, oder? Achso, das habe ich alles nicht. Kommen die Skelette eigentlich auch zähmen? Kulatsch auf dem Kopf. Wie kommt der eigentlich hier hoch? Ach, guck mal. Eine Lederhose. Cool. Dankeschön für deine Lederhose. Und die Skelette kämpfen auch da hinten mit dem... Die Lederhosen-Skelette. Cool. Lederhosen. Was habe ich jetzt hier an gerade? Eine Stoffhose, weil meine Lederhose kaputt ist. Coole Sache. Machen wir erstmal hier. Da habe ich keine Lederhose bekommen? Doch, guck mal. Cool. Den Helm ziehen wir auch noch an. Das ziehen wir auch noch an. Was ist das jetzt hier? Stiefel, sind die normalen. Wo sind denn die guten Stiefel? Weiß ich gerade nicht. Ja, aber cool, dass ich jetzt zwei Lederhosen habe. Coole Sache. So, ist mir droppen mal das Zeug, das wir jetzt gerade nicht brauchen. Lederhose. Okay. Jetzt ist wieder meine Tante hier. Komm schon. Mach mein Knicklicht. Hihihihi. So. Wenigstens noch mit euch zusammen die wichtigsten Bauteile hier. Das mal rüber, das mal rüber. Das mal rüber und das mal rüber. Das kann hier rüber. Das brauchen wir auch nicht. So. Dann können wir eigentlich mal 1, 2 Ausgänge. 1, 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche mehr von denen, ne? Wir craften wie die Weltmeister jetzt. Zack, 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 zack. Okay, wir setzen erstmal eine Holztür. Hier brauchen wir keine. Wir setzen die genau hier. Die zweite Holztür. Ich glaube, nicht Holztür, sorry, die Strohtür. Die zweite werden wir hier vorne setzen. Okay. Türen machen wir gleich. Das werden wir ganz kurz auch nochmal. Ich lasse das mal ganz kurz frei. Ist eigentlich ganz cool, dass hier so Fenster drin sind. Dann braucht man wenigstens nicht noch Fensterrahmen und Fenster machen und sowas. Ich wollte hier noch irgendwas machen. Hier sowas wie so eine Kampf... Ja, das machen wir auch. Hier kann ich das nicht dran setzen? Doch, ne? Sowas hier, sowas wie so eine Kampf... Oh, schade, geht nicht. Aber hier dran, so. So ein Kampfbalkon. Dann kann ich nämlich... Ich glaube, die Tiere kommen hier nicht hoch, oder? Ich hoffe es nicht. Dann kann ich die hier von hier bekämpfen. So, den Baum müssen wir erstmal ganz kurz wegprügeln. Nein, nicht schießen. Ah. Kann ich die hier reinschießen so und wir nehmen? Nö. Scheiße, es war auch so ein Haken von mir. Ah. Hauen wir noch die hier weg. Nehmen doch die blöde. Hacke, Kacke. Heute mal wieder eine anstrengende Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, sagen wir mal, so ein bisschen genervt von den ganzen Tieren, die jetzt gerade so kommen. Die sind echt schwer. Man hat ja auch gar keine Chance dagegen. Oh, da waren zwei in einem. Wir müssen übrigens noch eine Foundation craften. Kann ich das bitte noch? Yes.
Wir machen wenigstens die Bude schon mal zu. Okay, wir können jetzt nichts mehr craften. Oder? Ich kann sogar noch mehr Wände craften, oder was? Ja, hier, guck mal hier. Wie viel? Machen wir 4 Stück wirklich. Oh nein! Liste leer, nein. Ich wollte doch alles machen. Okay. Ich glaube, wir machen das anders. Wir machen das mit den Schrägen. Der bückt sich immer, wenn er was gemacht hat. Tja. Okay. Okay. Ach so, hier müsst ihr jetzt. Da müsste ich hier eine Türe reinmachen. Okay. Dann mache ich hier noch. Kann ich noch eine Türe reinmachen? Ja. Wo ist der Türrahmen? So, wir machen den Türrahmen noch hier rein. Die Wand hier. Okay. Und dann machen wir schnell die Türen hier zu. Und hier zu. Dann mache ich noch hier eine Feuerstelle. Die setze ich genau hier hin, weil das sieht sowieso ein bisschen bescheuert aus. So. Greifen wir mal drauf zu. Ein bisschen Holz können wir hier reinlegen. Machen wir mal Feuer, dann ist das schon mal erstmal hier erhellt. Gut. Ich glaube, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben jetzt, glaube ich, noch eine Kiste. Huch. Meine kleine Fee ist weg. Ich mach's dann sofort wieder, Leute. Hier kann ich die nicht bauen. Wieso konnte ich die gerade nicht da bauen? Wir machen erstmal wieder ein bisschen Licht. Und eigentlich haben wir ja für heute schon unsere Folge fertig. So, ich versuche jetzt hier noch irgendwie. Keine Ahnung, warum ich die da nicht setzen kann. Da setzen wir eben hier hin. Wir werden jetzt mal ganz kurz ein paar Sachen rüber transferieren, die wir jetzt gerade mal nicht brauchen. Okay. Hatte ich davon nicht eben welche gebaut? Klar. Die will ich jetzt auch noch nicht setzen. Ich hatte doch gerade eben Schrägen gebaut. Habe ich die unten vielleicht im Haus gelassen? Gucken erstmal ganz kurz, wie es dir geht. Tja, ziemlich dunkel. Da läuft ein Skelett. Oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ich sage dann erstmal heute, für heute. Tschüss, Leute. Wir haben den Umzug eigentlich fast erfolgreich geschafft. Ich werde jetzt hier noch so was wie so einen Kampfbalkon machen und dann können die Gegner von hier aus kommen. Oh, da ist wieder so ein Asteroid gerade eingeschlagen. Da hinten seht ihr, zack, 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 kommen die ganzen Skelette aus dem Boden. Sieht man ein bisschen schwer in der Aufnahme. Aber ich will hoffen, dass die Tiere mir hier nicht die Bude wieder einprügeln. Und damit von mir tschüss, tschüss. Und nicht vergessen, Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Tipps habt und was schreiben möchtet, ab in die Kommentare. Bis denn dann und tschüss.